Wurschig. Jennifer, halt einfach die Fresse. Der unterstrich Marok gönnt auf Kofi. Dankeschön. Mal erhöhen. Alle paar Minuten. Bis er so blinkt. Wow, wow, wow. Was macht Jen denn da? Oh mein Gott, ihr seht das ja! Ich hab voll verpeilt. Was hat sie gemacht? Mach nochmal. Chat, ihr hört mich, ne? Bei mir klappt jetzt alles. Ich bin auch laut genug, oder? Oder bin ich noch zu leise? Also bei uns musst du dich nicht entschuldigen, weil kennst du schon die Gottheit der Musikantenwelt? Die Gottheit der Musikantenwelt? Ja. Meinen Sie Elvis Presley? Nee, Gott hat ja Musikantenwelt, deswegen musst du manchmal ein bisschen aufpassen, wie du was spielst, wenn du so provokante Musik spielst, zum Beispiel mit so provokanten Texten und lyrischen Ergüssen, wo du denkst, das ist echt gut, da musst du aufpassen, weil manchmal wird das beleidigend sein und deswegen musst du manchmal kompromisslos darauf aufpassen, dass du die epochale Fantasie der somatischen Bildung nicht überschreitest. Ich habe verstanden, aber ist da gerade ein Schneemann an uns vorbeigelaufen währenddessen? Einen Schneemann bauen oder auf die Fresse hauen. Du bist ein glücklicher Schneemann. Wer kann schon von sich behaupten, dass er ein Schneemann ist? Du bist so klein, so wie ein Schwein, ein Schweinchen dick vor dem Rick. Du hast eine große Nase und die will man anfassen und du bist hässlich und hast eine komische Mütze auf und bist glücklich und du bist scheiße und der war ein tolles Lied. Wow. Das war's. Vielleicht können wir ja mal demnächst so Mädchenkram machen. So, vielleicht können wir uns verabreden und so Mädchensachen machen. Ja, gerne. Ja, ich glaube, das habt ihr mal nötig, wenn ihr nur von diesen gar wunderbaren Männern umrogen seid. Also wunderbar ist da falsch, ne? Schrecklich, traumatisch. Ja, hallo. Ist da besser. Wie steht ihr zueinander? Seid ihr eine Familie? Mein Bruder, die sind Familie, ich bin Kollege, ey. So, meine Psychologin, Eheberatung, irgendwas, keine Ahnung, ich glaube, da ist was. Könnt ihr mir dann auch so Handschellen dran machen? Eheberatung? Nur wenn sie ihr böse waren. Ich bin böse. Gott. Okay. Ich würde sagen, das klären wir einfach immer, einen Tag. Ja, genau. Immer die Irren. Immer im Ziel mit Irren an. Irgendwie tust du immer so, als ob ich das Beste der Welt sage und du mir immer Glauben in allen schenkst. Aber egal, was ich sage, es ist eigentlich immer nur sinnlos. Das weiß ich. Ich vermittel dir aber, dass ich mich so verhalte, als wenn ich dumm wäre, damit du dich besser fühlst. Und meinst, dass du ganz großartig wärst. Nur. Du hast dich an meine Erziehungsweisen anzuhalten. Was? Ja. Hey, Mikasa ist nicht Isukasa. Diese Lazy Meter. Weißt du, was ich brauche hier heute gegeben habe zum Essen? Nee. Freundin! No, glaub mir nicht. Aber siehst du, das passiert, wenn man nicht mit mir zusammen ist! Karma! Da haben wir schon den ersten Einsatz. Oh Gott. Er wurde von seinem eigenen Camper erschlagen. Arbeitsunfälle. Zu vergiften. Ich wollte das nicht. Ah, aua. Ich... Oh nein, Steffi. Warte. Warte.
Seine Beine. Yoshi, was macht ihr da mit dem? Okay. Wir sind die Schlotzens und kommen und holen dich und rotzen auf dein Kopf. Du bist ein Keck und wir nehmen dir alles weg. Du wirst nichts mehr behalten, weil wir kommen und holen uns in dein Garten. Ja. Hier so. Das war echt empfindlich hier, aber es ging eigentlich. Am besten ein bisschen, also was heißt wehgetan, am meisten gezeckt hat es halt hier so an der Rippe. Aber das ging recht fix und es, also, es tat jetzt nicht so weh. Ne, es war voll fein. Also, ich liebe die Tätowieren. Ich kann, also, wenn das Tattoo abgeheilt ist, dann mache ich auch gerne wieder eine Verlinkung rein. Da kann man da auch hingehen. Ja, ich mach das jetzt ab. Oh Mann. Ja. Yeah. Aber wie gefällt dir das, Schauber? Ja, ist lustig. Es war so random einfach. Ich hatte so Bock gehabt heute und dachte mir, boah. Dachte mir, okay, was machst du? Oh, nie ab, gar kein Bock irgendwie. Weil jeder spielt gerade oh, nie ab. Doch, machst du mit? Nee. Und dann dachte ich, ich hab irgendwie Bock mal wieder für. Und wisst ihr, was ihr auch zu Hause haben solltet immer? Waterdrop. Ich kann übrigens noch ausrufezeichen Waterdrop in den Chat empfehlen, ne? Bin Coach Jen, spart dir 10%. Also. Ich muss diese Stimme verstellen, weil dann kann ich eher In-Character und OOC mehr trennen. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist so für mich, oh ja, ich bin die Kleine, bla bla bla, hohoho, alles toll. Und dann, wenn ich so rede, ist für mich wieder, ist halt alles wieder normal. Aber ich kann nicht so reingehen, ja, hallo, ja, schön, dich kennenzulernen auf jeden Fall. Ja, ich mache gerade das und gerade RP und, ah, Leute, schöner Stream heute. Wir sehen uns morgen wieder. Nee, das kann ich nicht. Fenster ist zu. Oh, ich will noch was Süßes. Ach, ich hab ja mich schon. Oh, ich hab übrigens eine Hose an, ja? Nicht, dass ihr denkt, ich laufe hier ohne Hose rum. Ich wollte nur sagen. Gerüchteküche mit Wein nennen sollen. Schwanger. Ja, wir kochen 2 Wochen nicht, weil ich geschwängert wurde. Ja, weil ich keinen Wein trinken kann. Und bevor ich das im Stream sage, sage ich lieber, nee, Leute, erstmal nicht kochen. Jennifer, halt einfach die Fresse. Kofi-Subskription vom Krittel 88. Jennifer, halt Dort einfach die Fresse. Vito unterstrich HH gönnt auf Kofi. Oh Mann. Akzente sind auch eine gute Option für RP. Hallo, schön, dich kennenzulernen. Ich komme aus dem Weiten Osten. Ich bin eine Candy. Wollen wir ein bisschen Zeit miteinander verbringen? Das ist gar kein Problem. Wollen wir vielleicht Bräuler essen gehen? Oder können wir noch ein paar Mutschekübchen beobachten gehen? Einfach Bübchen, guck mal da. Ich sehe schon eine Mutschekübchen da hinten. Wie schön. Ärgerlich. Na gut, dann nicht. Es gab einen Barbie-Drink, der war leider sehr lecker und nach einer Stunde leer. Dein Glas leer oder komplett ausverkauft? Hab nur 4 bekommen. Oh mein Gott, was? Oh mein Gott, der war bestimmt pink. Oh, Outfit. Es freut mich sehr schön. Ja, es freut mich sehr schön. Deswegen saß du auf. Ja, ich glaube, das kommt vom Umzug aktuell. Ah, so, wie geht's euch? Ich freue mich, dass ich da bin. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich habe euch vermisst. Ich vermisse euch wirklich, wenn ich 2 Tage nicht streame. Der Umzug also. Panni, halt dein Maul. Das ist der Umzug. Wir sind die Schlotzens und kommen und holen dich und rotzen auf deinen Kopf. Du bist ein Keck und wir nehmen dir ein.